Mein Mann, der regt mich schon ab und zu auch immer auf, ne? So ist es nicht. Und dann sage ich ihm das. Hallo, hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es ein Style-and-Talk-Video von mir. Mir wurden einige Fragen auf Instagram und auf Snapchat gestellt. Die werde ich jetzt zum Teil beantworten in diesem Video. Dabei ist dieser Look hier entstanden. Also falls es euch interessiert und falls ihr mutig seid, mich jetzt gleich ungeschminkt zu sehen, dann bleibt auf jeden Fall mit dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Okay Leute, das ist also die ungeschminkte Wahrheit. Lasst uns sofort beginnen. So sehe ich also aus, wenn ich aus der Dusche komme am Morgen. Allerdings habe ich mir schon einen Primer aufgetragen, den von Revlon. So sieht er aus, den Photo Ready Primer. Ich habe in der Zwischenzeit meine Schminke schon mal aufgebaut, damit das einwirken kann. Und jetzt trage ich mir meine Foundation auf. Und zwar mische ich zwei Stück. Einmal die von L'Oreal Perfect Match Foundation in der Farbnummer 3D3W und meine Healthy Mix Foundation von Bourjois. Allerdings ist da nicht mehr so viel drin, deswegen ja, mache ich das so. Trage mir das hier so auf meinen Handrücken auf und gebe einen Punktstoß von meiner L'Oreal Foundation auf. Und dann vermische ich das und trage das so auf mein Gesicht, wie gesagt. Und wisst ihr, was ich vergessen habe? Meinen kleinen Katzenhaarreif. Ich mag das nämlich nicht, wenn ich hier oben an den Härchen Foundation habe, beziehungsweise wenn hier so ein Haar runterhängt. Und dann da eben, wie gesagt, Foundation drauf kommt. Dann habe ich hier meinen Real Techniques Sponge, der natürlich erstmal unterm Wasser war. Und jetzt arbeite ich das Ganze ein. Oh, das sind aber ganz schön viele Fragen. Legen wir jetzt direkt mal los. Und zwar mit der ersten. Sunny Funny 16. Wie alt ist Moritz? Der Moritz ist 14. Dann fragt an.xyx. Was studiert Max? Der Max studiert erneuerbare Energie. Genau, finde ich richtig gut. Dann Maggie 190604, ob ich eine Haustour machen könnte. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also ich finde, dass ihr gerade in meinen Vlogs ja doch recht viel vom Haus seht und ich euch da ja immer mitnehme. Manche Dinge möchte ich einfach auch nicht zeigen und da gehe ich dann halt einfach mit dran vorbei, ganz klar. Aber Haustour wird ein bisschen schwierig. Ja, wie gesagt, das ist so ein Thema für sich. Es ist gar nicht so leicht auf YouTube. Dann machen wir mal weiter. Jetzt ist mein Handy wieder ausgegangen, war ja klar. Mit der Lieben, oh mein Gott, sind hier viele Fragen. Tutti Liz, liebe Grüße an dich. Oh, die schreibt immer ganz liebe Kommentare. Und zwar, hallo liebe Heidi, mich würde interessieren, ob du und dein Mann immer noch verliebt seid. Wenn ja, was ist euer Geheimrezept, es nach so vielen Jahren frisch zu halten? Ja, ich bin tatsächlich schon sehr lange mit meinem Mann zusammen, das stimmt. Und ich kann dir sagen, dass mein Mann mich auch ab und zu aufregt. Und ich ihn mit Sicherheit auch. Ja, also so einfach ist es tatsächlich gar nicht. Aber ich habe da so mein Rezept, wenn ich das so sagen kann. Du fragst mich ja nach einem Rezept. Und zwar steht für mich Ehrlichkeit und Treue an erster Stelle. Das habe ich mir hier auch auftätowieren lassen. Honesta. Das gilt nicht nur für meine Ehe, sondern auch für meine Freundschaften, für das Zwischenmenschliche einfach, für das normale Sozialverhalten, dass man ehrlich ist und treu. Ich denke, dass man damit am weitesten kommt. Ich sage es euch ja immer wieder, ne, dass ich euch auch auf YouTube, wenn ich irgendwas teste, einfach die Wahrheit sage. Ich weiß, dass YouTube nochmal eine andere Welt ist. Da kommt man mit der Wahrheit oftmals gar nicht weiter. Gar nicht. Das habe ich auch schon gemerkt. Und es gibt ja, sehr viele Dinge, die mich auch schon auf YouTube traurig gemacht haben, gerade was Ehrlichkeit und Treue betrifft. Also ich war jetzt auch letzte Woche sehr, sehr enttäuscht. Da hatte ich wieder so ein Erlebnis, oh mein Gott, da habe ich mir gedacht, okay, da hast du dich aber ganz schön getäuscht in den Menschen, die du da getroffen hast. Aber gut, so ist es halt. Aber ja, wie gesagt, YouTube ist eh eine andere Welt und ja, da kann ich euch ja mal irgendwann drüber erzählen. Es geht ja jetzt um meinen Mann und mich und ja, Ehrlichkeit und Treue, dass man eben viel miteinander spricht, wenn irgendwas unklar ist oder wenn man sich geärgert hat, dass man das dann einfach auch sagt und mit dem Partner bespricht und ja, treu ist und ehrlich. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also wie gesagt, mein Mann, der regt mich schon ab und zu auch immer auf, ne? So ist es nicht und dann sage ich ihm das. Und wenn ich ihn aufreg, sagt er mir das lieber nicht. Nein, ich mache nur Spaß. Ja, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage und zwar
habe ich jetzt Paradiesvogel. Liebe Grüße auch an dich. Und zwar schreibt sie, Huhu, Liebes, wo gehört denn der süße Milan nun hin? Ist das euer oder von eurer Nichte? Das ist so Zucker, wenn die Bella mit ihm spielt. Ich liebe deine Bella. Oh, wie süß. Dankeschön. Ja, das habe ich euch ja jetzt schon des Öfteren erklärt, dass der Milan der Hund meiner Nichte ist. Und die ist sehr oft hier, gerade unten in der Chill-Out-Area von Max. Und ja, die beiden verstehen sich so gut, die beiden Hunde, dass wir jetzt auch schon überlegt haben, sobald der Milan ja, reif ist, dass er sich mal mit der Bella vergnügen soll, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich wollte nämlich unbedingt mal, ja, dass die Bella auf jeden Fall Babys bekommt. Das soll nämlich ganz, ganz gut sein für die Hunde. Und ja, das war für mich von vornherein klar, dass die Bella irgendwann mal auch Welpen bekommt. Dann machen wir weiter. Ich habe übrigens gerade mein Gesicht abgepudert. Fragen und Erklären hier ist ein bisschen schwierig. Also mein Puder von L'Oreal Glam Beige nennt sich das. Habe ich auch schon. Starkes Hit the Pan. Ich pudere mich nämlich immer ab, weil ich sehr gerne nachglänze. Wie eine Disco-Kugel. Und das wolle man ja nicht. So, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Wollt ihr nochmal einen Hund? Ja, das habe ich ja gerade schon beantwortet. Und zwar nennt sie sich Sport-Healthy-Food. Und liebe Grüße auch an dich. Dann machen wir mal weiter mit Snapchat. Moment. Also, die M-Laura fragt, ist Milan euer eigener Hund wie Bella oder ist er nur öfters zu Besuch? Ja, das habe ich ja auch gerade schon erklärt. Ich trage mir jetzt meinen Blush auf und zwar ist der von MAC, mein Stereo Rose. Ich verwende aber zwei Blushes, seht ihr gleich. Und zwar den hier, den mag ich total gerne, weil der einfach so einen schönen Glow noch mit hat. Und dann mische ich das Ganze mit meinem Margin, auch von MAC. Mit demselben Pinsel gehe ich da einfach rein und mache den ein wenig weiter unten an die Wange. Und dann vermische ich das Ganze nochmal. So, dann haben wir noch eine Frage. Ferhan Kusku. Hoffentlich habe ich es richtig gesagt. Wie schaffst du es, Moritz von allem rauszuhalten? Fühlt er sich vernachlässigt? Also, der Moritz möchte auf gar keinen Fall gezeigt werden. Also, das ist für ihn... Ich darf eigentlich nicht mal über ihn reden. Sagen wir es mal, wie es ist. Und nein, warum soll er sich vernachlässigt fühlen? Oh Gott, ich... Leute, ich drehe hier gerade, dabei ist es so zum Öffnen. Okay, läuft bei dir, Heidi. Ja, hier mein Bronzer von Thoughties, habe ich euch auch schon öfters gezeigt, den mag ich super gerne. Den trage ich mir jetzt auf. Und ja, wie gesagt, also der Moritz fühlt sich da nicht vernachlässigt, ganz im Gegenteil. Also sobald er merkt, dass die Kamera angeht, ja, sucht er schon das Weite und... Das ist auch völlig in Ordnung. Also wir besprechen das viel. Der Moritz, der ist mehr so im Hintergrund. Also der bespricht mit mir meine Analytics und erklärt mir irgendwas, wenn ich irgendwas installieren muss oder so. Da ist der Moritz Feuer und Flamme und das finde ich auch richtig gut. Und somit ist er ja auch mit YouTube quasi involviert, so wie die anderen auch. Und ich respektiere zu 100% seinen Wunsch. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das sollte man eben auch tun. Ne? Ganz klar. Wenn ein Kind das nicht möchte, dann ist es halt so. Okay, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Die Ban Jessica fragt, was war dein erstes YouTube-Video, das du gedreht hast? Warum hast du mit YouTube angefangen? Also, mein erstes Video, das war ein Vorstellungsvideo. Ja, genau, da habe ich mich einfach nur vorgestellt und habe gesagt, wer ich bin und was ich so mache. Und dann hat sich das Ganze so entwickelt. Ja. Ich habe mir jetzt von meiner Zoeva-Palette Cocoa Blend, nennt ich sich, den hellsten Ton genommen und habe einfach mein Augenlid ein bisschen neutralisiert. Und jetzt gehe ich mit meinem Bronzer eben auch nochmal aufs Augenlid. Ich mag das nämlich total gerne, wenn ich eben ja so die Farben nochmal auch am Augenlid habe. Und das mache ich aber nur ganz leicht. So, genau. Boah, der riecht auch so gut, ne? So, und dann nehme ich meine Revlon Colorstay Palette. So sieht die aus. Und dann gehe ich mit demselben Pinsel nochmal rein und nehme den hellsten Ton und mache mir das gerade hier vorne hin, damit das Augenlid ein bisschen, ja,
wacher aussieht, wenn ich das so sagen kann. Und dann nehme ich den dunkelsten Ton aus der Palette, und zwar ist es der hier, den mag ich super gerne. Da habe ich sogar einen Dupe dazu, zu meinem MAC. Sable nennt er sich, glaube ich, bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber das kann ich euch ja auch noch irgendwann verraten. So, okay, genau. Und da gehe ich jetzt einfach nochmal so in das Äußere von meinem Augenlid verblenden. Ich wollte euch ja noch was zu meinen Kontaktlinsen sagen, ne? Also es ist so, dass ich jetzt ganz, ganz lange keine Kontaktlinsen tragen konnte. Oh mein Gott, was für ein geiles Gefühl ist das bitte. Ohne Brille. Hatte ich euch auch in dem Blog erzählt, dass ich eben neue Kontaktlinsen bekommen habe von Linsenplatz. Und da habe ich mich auch total gefreut, denn ich trage wirklich gerne Kontaktlinsen. Gerade wenn man sich schminkt, man sieht dann doch mehr vom Arm nur. Also das ist keine Frage, auch gerade beim Sport oder wenn man das Haus putzt. Also es ist total angenehm, einfach wenn man keine Brille auf hat oder beim Kochen zum Beispiel. Ne? Wenn du dann da halt die Nudeln kochst und das dampfende Wasser da kommt, ist es halt einfach viel besser, gerade im Winter, ne, wenn man rausgeht und die Brille zum Beispiel beschlägt, das ist auch nochmal so ein Thema. Geht aber bitte, falls ihr euch Kontaktlinsen bestellt, erstmal zum Optiker, das ist ganz wichtig, damit er eure Stärke bestimmt, beziehungsweise auch wegen dem Tränenfilm schaut. Ich mache mir mal in der Zwischenzeit meine Augenbrauen, sonst wird das Video endlos lang, der ist leider leer. Ich war vorhin bei DM und habe mir einen neuen gekauft. Der ist auch leer. Okay, Heidi. Es läuft bei dir. Ah, da ist er. So, okay. Ja, wie gesagt, lasst es erstmal von einem Optiker kontrollieren, damit ihr dann auch das Richtige bestellt und damit es dann eben keine Komplikationen gibt. Ne? Ich habe ja 2,0. Glaube ich. Wartet, ich habe es extra hergeholt. Minus 2,5. Ich dachte 2,0. Okay, Heidi, es wird immer schlimmer bei dir. Das war so lustig, als ich meinen Führerschein gemacht habe, also meinen Rollerführerschein, gefühlt vor 100 Jahren also, musste ich ja einen Sehtest machen und ich war mir total sicher, dass ich super gut sehe. Ne? Dann hat er mir eine Brille verpasst, da war ich 16 und ich werde es nie vergessen. Ich bin rausgegangen und dachte mir so, wow, es ist alles so klar. Hey! Hey, Bella! Ja, und das war, fand ich irgendwie richtig krass so, ne? Hätte mir ja mal früher jemand sagen können, aber ich bin ja nicht zum Optiker gegangen. Aber dann habe ich die Kontaktlinsen für mich entdeckt. Ach, da ist sie, jetzt seht ihr sie, ne? Ja, Bella, jetzt wieder in mein Video. Mhm, okay. Ja, ist gut, ne? Ja, das riecht gut, Bella. Nein, jetzt stehen geblieben. Bella bringt sich ganz durcheinander. So mit 17 bin ich auf den Geschmack der Kontaktlinsen gekommen, weil mich das total genervt hat mit meinem Helm, immer mit der Brille. Da waren die Bügel dann immer so krumm. Ja, durch den Helm. Und deshalb habe ich mir dann Kontaktlinsen gekauft, das erste Mal mit 17. Und seitdem trage ich super gerne Kontaktlinsen, gerade auf Events zum Beispiel. Da seht ihr mich nie mit einer Brille. Genau. Und wie gesagt, die sind von Linsenplatz. Und als ich das auch gesehen habe, ne, Johnson & Johnson, das war auch nochmal so ein Kindheitsding, weil meine Mama mir immer Shampoo gekauft hat in Italien von Johnson & Johnson. Das habe ich hier in Deutschland noch nie gesehen. Da habe ich mich total gefreut. Ja, genau. Also, wie gesagt, da könnt ihr mal gucken. 35 Euro kosten die. Das sind Monatslinsen. Und ja, ich bin total zufrieden und ich sehe euch jetzt auch. Yeah, ich sehe das Display. Wahnsinn! Das ist aber immer total blöd, wenn ich solche Videos drehe. Mit Brille, weil das dann, wie heißt es auf Deutsch? Blendet. So, jetzt habe ich es. Mein Gott, das leidige Thema Augenbrauen, ne? Wir lassen das jetzt. Die sind so oder so schrecklich. Mein Gott. So, okay, gut. Dann ziehe ich mir jetzt noch einen Lidstrich. Wo ist er? So, also jetzt habe ich mir noch einen Lidstrich gezogen, der mir natürlich nicht geglückt ist. Das war ja klar. Deshalb musste ich noch ein neues Produkt nehmen und deshalb ist der jetzt total dick geworden. Also ich habe erst das hier verwendet von L'Oreal, meinen Superliner. Und das war dann natürlich nicht so gut, war ja klar. Und deshalb bin ich mit meinem Thoughties Eyeliner Pen nochmal drüber gegangen. Naja gut, so ist es. Das ist halt die Wahrheit. Warum soll ich euch anlügen?
wo wir wieder beim Thema werden, ne? Ach, übrigens, meine Lieben, ich habe vergessen, euch noch zu sagen, dass ich einen Rabattcode habe. Mein Gott, jetzt riecht diesen Ohrring dazu. War ja klar. Sag mal, bin ich jetzt blöd? So, jetzt habe ich es aber. Also, ich habe noch einen Rabattcode für euch bei Linsenplatz. Schaut gerne mal unten in die Infobox. Ich verlinke euch alles und schreibe euch noch mal was dazu. Keine Sorge, ich werde nicht am Verkauf beteiligt. Genau, also wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch Kontaktlinsen zuzulegen, dann seid ihr dort auf jeden Fall gut aufgehoben. Falls es euch interessiert, wie ich die Kontaktlinsen einsetze, beziehungsweise ob ich noch ein paar andere Tipps für euch habe, lasst es mich gerne wissen. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Da freue ich mich natürlich. Und ja, ansonsten war es das jetzt soweit von meinem Gesicht, das ich mir gemalt habe. Meine Haare sprühe ich ja total gern mit meinem Balea Oil Repair ein. Oh mein Gott, das duftet erstens mal so, so gut. Und außerdem glänzen die Haare danach total schön. Ja, so sieht's aus. Okay. War ja klar. Also, ich mache mir noch ganz kurz was auf meine Lippen. Und zwar von Maybelline Color Drama, die Farbnummer, keine Ahnung. Warum steht das da nicht? Achso, ja, die 310 Berry Much. So, habe ich jetzt aufgetragen. Die Bella liegt hier hinten, deswegen lache ich gerade. Ich gebe mir noch ein bisschen von meinem Manhattan Lipgloss drüber. Hawaiian Blueberry. Das ist der letzte. Den gibt es leider nicht mehr zu kaufen. Ich bin todtraurig. Nee, geht schon. Es gibt ja Alternativprodukte. Jedenfalls alle Produkte verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Ich schreibe euch alles zusammen und schaut gerne bei Linsenplatz vorbei. Wie gesagt, ich habe den Rabattcode für euch. Alle Infos dazu nochmal unten in der Infobox. Und falls ihr noch weitere Fragen habt, so wie jetzt hier auf meinem Handy, das sind noch so, so viele. Ich schaffe das jetzt gar nicht alles zu beantworten, weil sonst wird dieses Video ultra lang. Ich glaube, ich mache es so, dass wenn ihr mir jetzt noch Fragen unten unter dieses Video stellt in die Kommentarfunktion, dann mache ich euch ein separates Q&A-Video, in dem ich mich nicht schminke, weil das sonst zu lang wird und zu kompliziert ist. So kann ich einzeln auf die Fragen eingehen und euch noch ein bisschen mehr was dazu sagen. Und ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video hier gefallen hat, dass ich euch ein bisschen unterhalten konnte und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!